Hey Leute und willkommen zu dieser Tierlist. Ja, ich weiß, Tierlisten sind gar nicht mehr so das Ding auf YouTube, aber ich dachte mir letztens, als ich mich wieder angefangen habe, mit Five Nights at Freddy's zu beschäftigen, ich könnte doch mal eine Tierlist zu allen Five Nights at Freddy's Animatronics machen, die ich so kenne. Also es fehlen ein paar aus Help Wanted und so, aber so ziemlich alle Five Nights at Freddy's Animatronics, die man so kennt, mache ich eine Tierlist zu. Ich gebe zu, ich kann nicht alle Namen und ich bin auch eigentlich noch nie so der Typ für Tierlisten gewesen. Ich mag zwar Tierlisten, aber ich habe keine Ahnung, was ich damit meine. Ich habe keine Ahnung, wie ich schneiden soll. Deswegen, wir werden sehen, was wir hier, wie das so wird, aber ich glaube, ich mache einfach mal und wir gucken mal, ob das hier was Cooles wird. Ich habe die geilen Tiers vorbereitet. Perfekt. Tipptopp. Sehr gut. Passt. Nur okay. Schon wack. Und Trashlock. Trashlock ist offensichtlich das Schlechteste, weil ich hasse Trashlock. Okay, wir fangen an mit Oldschool Freddy. Ich muss sagen, bei Freddy finde ich es ziemlich schwer. Er ist zwar so dieses Maskottchenviech und ich finde, in Five Nights at Freddy's 1 ist er auch der absolut schlimmste Animatronic von allen, weil, ja, er ist halt einfach am schwierigsten so. Du musst halt die ganze Zeit da auf diese Kamera gucken und ab 3 Uhr in der 5. Nacht oder so ist er auch wirklich die ganze Zeit da und du musst die ganze Zeit da gucken. Er ist wirklich anstrengend. Ist er gruselig? Ja, schon. Aber jetzt auch nicht zu gruselig. Im ersten Teil schon, danach eher nicht mehr so. Aber ich muss sagen, doch, im ersten Teil ist er ziemlich gruselig und auch ziemlich gefährlich. Deswegen würde ich Freddy auf Tiptop sagen. Er ist jetzt nicht der krasseste von allen, aber immer noch ziemlich stark. Bonnie mag ich ziemlich gerne. Bonnie war immer einer meiner Favoriten in Five Nights at Freddy's. Aber der Five Nights at Freddy's 1 Bonnie ist dann eher nur so okay gruselig. Ich mag ihn auch, ich finde die OG-Charaktere sowieso schon ziemlich creepy und so. Ich muss aber sagen, es gibt bessere, deswegen finde ich Bonnie nur sehr gut. Bonnie ist immer noch top, aber Bonnie ist eher auf sehr gut. Chica hingegen bin ich in der ersten Form nicht so der Fan von. Ihr Jumpscare ist ziemlich gruselig, deswegen finde ich sie immer noch okay. Aber es ist jetzt nicht so viel, dass ich sagen würde, ich muss Chica unbedingt höher machen. Deswegen würde ich sagen, ist Chica absolut da. Foxy war ich nie so der Fan. Ich weiß, viele sind Foxy-Fan. Ich finde Foxy nur okay. Vor allem in FNAF 1 ist der halt wirklich null gruselig. Also du musst auf die ganze Zeit auf ihn achten. Hat genau diesen einen Screenshot, den ich jetzt hier mal einblende, wo er gruselig ist. Aber das war es auch. Sonst ist der eigentlich immer null bedrohlich. Und selbst ein Jumpscare, wenn er kommt, ärgert man sich zwar. Aber er schreckt sich eigentlich kaum mehr, wenn man das Spiel schon kennt. Weil wirklich Foxy ist null gruselig. Also machen wir weiter mit Golden Freddy. Golden Freddy finde ich sau cool, ich liebe seine Optik und ich liebe es, wie er da in diesem, ich liebe einfach die komplette Idee. Ich finde einfach, Golden Freddy ist ein super cooler Charakter und ich würde glatt sagen, dass Golden Freddy auch auf den gleichen Platz, oh, jetzt habe ich hier Mist gebaut, man sieht das hier gar nicht mehr. Machen wir weiter mit Toy Freddy und ich muss sagen, ich bin ein Fan von den Toy Animatronics. Ich finde sowieso fast jeden Animatronic in irgendeiner Form cool. Die Toy Animatronics gefallen mir auch ziemlich gut, doch gruselig sind die nicht wirklich. Deswegen ist Toy Freddy auch nur auf okay. Toy Bonnie finde ich sogar noch ein bisschen mehr wack. Damals mochte ich ihn wirklich, wirklich gerne. Aber ich muss leider zugeben, sein Jumpscare ist absolut wack. Und wie er da an diesem Freddy kommt, wenn er an einem vorbei rauscht und dann wieder weggeht, ist auch null gruselig so ziemlich. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man ihn nicht anleuchtet, ist er zwar gruselig schon und cool, aber wenn man ihn anleuchtet, merkt man, okay, gut, das ist so ein netter Hase. Deswegen finde ich, kommt er auf schon wack. Er ist leider nicht so gut. Oh mein Gott, das verschiebt sich hier die ganze Zeit. Das ist ja unfassbar nervig. Machen wir weiter mit Toy Chica. Und Toy Chica, muss ich sagen, ist ein bisschen besser als die anderen Toy Animatronics. Ich finde nämlich, weil sie dieses Aussehen hat, was sie jetzt da gerade halt hat, mit diesem, der Mund ist entfernt und die Augen sind so schwarz und leuchten nur noch diese kleinen weißen Dinger. Da muss ich sagen, ist Toy Chica schon ziemlich cool. Deswegen geht Toy Chica für mich auf passt. Es ist nicht der krasseste oder so, aber er ist völlig okay. Ja, ich glaube, da ist Toy Chica gut aufgehoben. Mangle ist auch ein so cooler Animatronic. Ich finde Mangle ein bisschen schwer einzuschätzen. Wenn Mangle im Office ist, dann funktioniert er ein bisschen anders als Foxy. Deswegen, ich finde Mangle doch ziemlich interessant und muss deswegen auch sagen, Menge kommt zu passt. Er ist jetzt nicht sehr gut, also es gibt einige, die sind besser, aber ich mag Menge und ja, es ist, glaube ich, ein R. Machen wir weiter mit Balloon Boy. Ich mag Balloon Boy vom Aussehen her nicht so, ich mag seine Voice Samples, finde ich nur so okay. Ich finde, Balloon Boy ist halt wirklich nervig. Er ist auch der schlimmste Animatronic in Five Nights at Freddy's 2, weil sobald er da ist, hast du verkackt. Du hast keine Chance mehr. Sobald Balloon Boy da ist, bist du raus, weil Mangle oder Foxy werden dich definitiv kriegen. Ich hasse Balloon Boy, deswegen finde ich ihn schon eher wack. Didi, weiß ich gar nicht, warum ich die drin habe. Ich weiß noch nicht mehr genau, wie die heißt. Es ist irgendwie die weibliche Version von
Bilumbai, ja, ich hasse Bilumbai eigentlich so sehr, dass er auf Trashlock kommt. Also ich finde Bilumbai halt wirklich scheiß nervig. Sie hier ist nur ein Easter Egg, aber so, ja, nicht mal ansatzweise so interessant wie Golden Freddy, deswegen würde ich sagen, kommt sie einfach da unten hin. Puppet finde ich mega cool. Puppet scheint ja auch innerhalb der Story immer und immer wichtiger geworden zu sein. Und das Aussehen von Puppet ist richtig nice. Das Gameplay von Puppet ist auch richtig geil mit diesem Musikbox aufdrehen. Mag ich total gerne. Seine Melodie, wenn er einen angreifen wird, ist auch richtig nice. Deswegen ist, weißt du jetzt, scheiße. Die Marionette kommt auf jeden Fall auch sehr gut. Geiler Animatronic. Virurit Freddy ist auch sau cool. Ich finde den leider ein bisschen schlechter als den normalen Freddy. So an sich, Virurit Freddy ist cool, aber ist nicht so gut wie Freddy. Deswegen packe ich den auch nur auf sehr gut. Bin aber, na, eher auf passt. Weil er ist halt von denen, ja, doch, sehr gut. Er hat sehr gut verdient. Es ist okay. Virurit Bonnie ist einer der scheiß gruseligsten Animatronics aller Zeiten. Ich weiß, es fehlt ihm eigentlich nur das Gesicht und er ist ein bisschen kaputt. Aber wie er steht und diese zwei einfach nur rot leuchtenden Augen, ich finde den so fucking gruselig und ich liebe dieses Design. Deswegen kommt er definitiv auf Tiptop. Soll ich ihn auch höher setzen? Ich tue ihn erstmal auf Tiptop und später kann ich vielleicht nochmal überlegen, aber auf jeden Fall Tiptop. Da bin ich mir, bei jeder Entscheidung bin ich mir sicher. Wer auf Perfekt kommt, ist absolut Vivid Chica. Ich liebe dieses Design. Es ist so unfassbar gruselig. Ich finde, Vivid Chica ist so mit der gruseligste Animatronic aller Zeiten. Und vor allem in Custom Night sind ja alle Animatronics wieder da. Und wenn Vivid Chica oben in diesem Vent drin ist und man sieht sie da durch und es ist so fucking geil, es ist so gruselig, es ist so ein scheiß gruseliger Charakter, dass ich sagen muss, auf jeden Fall perfekt. Die Story von dem Viech interessiert mich überhaupt nicht, alles scheißegal. Hauptsache, dieses Viech sieht so aus, wie es aussieht, es ist so scheiß gruselig. Vivid Foxy finde ich tatsächlich viel besser als den normalen Foxy. Mit den neuen, etwas neuen Aussehen und dem bisschen neuen Look von Five Nights at Freddy's 2 wird Vivid Foxy zu einem wirklich coolen Charakter, deswegen packe ich ihn einfach mal auf sehr gut. Er ist jetzt nicht tipptopp oder perfekt, ne? Aber ich finde, er ist schon mal definitiv viel besser als der erste Foxy. Golden Freddy in Five Nights at Freddy's 2 finde ich, ist ein ähnliches Verhältnis wie Freddy zu Vivid Freddy. Also ich muss sagen, der Freddy aus Five Nights at Freddy's 2 ist halt ein bisschen schlechter. Ist auch cool, aber ich mag den Look aus Teil 1 mehr, deswegen kommt er auch auf sehr gut. Golden Freddy, geiler Charakter, aber halt hier nur auf sehr gut. Machen wir weiter mit Shadow Freddy. Shadow Freddy ist ein cooles Easter Egg in Five Nights at Freddy's 2, aber ich weiß nicht, wie cool ich sie wirklich finde. Ich glaube, Shadow Freddy sieht ziemlich cool aus in seinem eigenen Bild, was er halt haben kann. Deswegen, ich würde ihn auf sehr gut packen. Ist nicht ganz so cool wie die anderen auf sehr gut, außer vielleicht Foxy, weil Foxy an sich mag ich ja trotzdem nicht so gern. Aber ja, ich glaube, mit sehr gut bin ich zufrieden. Shadow Bonnie ist wieder ein bisschen zu off. Shadow Bonnie ist so übergroß und er wirkt, als würde er wirklich gar nicht reinpassen. Ich weiß, das soll auch so, aber mir gefällt es nicht, deswegen packe ich ihn nur auf nur okay. Hier haben wir ein weiteres Easter Egg aus Five Nights at Freddy's 2, nämlich das Endoskelett. Und ich muss sagen, ich finde es hammer langweilig. Also als Easter Egg ist es auch super langweilig. Wenn man ihn sieht, denkt man sich nicht so, wow, krass, Junge, sondern ja, was auch immer, langweilig. Deswegen kommt das auf Trashlock. Ich finde es halt einfach langweilig. Springtrap ist für mich wahrscheinlich mit der coolste Charakter in dem gesamten Franchise. Ich liebe sowieso Five Nights at Freddy's 3. Und Springtrap ist ein super geiler Charakter. Im Spiel, im Gameplay ist er auch scheiß gruselig, bis auf seinen Jumpscare. Ich muss sagen, der ist wirklich null gruselig und auch wenn er da um diese Ecke guckt, da ist der nicht so schlimm. Aber wenn man ihn auf der Kamera sieht, ist er ziemlich gruselig. Plus, ich mag einfach die Backstory von Springtrap total gerne. Ich liebe das Design, das ist wirklich so geil. Mit das Beste aus allen FNAF-Teilen, von allen Animatronics. Deswegen, Springtrap kommt definitiv auf perfekt. Phantom Freddy ist sau cool, kommt zwar wenig vor, aber ich bin ja generell ein großer Fan von Five Nights at Freddy's 3, so heißt das. Und ich muss sagen, Phantom Freddy ist einer der coolsten von denen. Er kommt zwar kaum vor, kommt zwar nur an diesem Fenster vor, aber da ist er scheiß gruselig und ich mag das Design sehr gerne. Deswegen kommt er auf Tip-Top. Phantom Chica finde ich nur so, ja nur okay, ist schwer zu sagen. Ich mag Phantom Chica schon, sie ist scheiß gruselig und so, aber ja, ist jetzt nicht so ein Animatronic, der mir krass im Gedächtnis bleibt. Ich muss aber sagen, fürs Design muss ich
Für das Design muss ich Phantom Chica trotzdem auch sehr gut packen. Aber abgesehen davon interessiert mich Design Electronic eigentlich nicht wirklich. Phantom Foxy ist auch ähnlich für mich, ähnlich belanglos wie Phantom Chica, nur dass ich Phantom Foxy sogar noch ein bisschen Lama finde, deswegen kommt er auf Pass. Phantom Mangle ist auch ähnlich, verhält sich ähnlich. Ich mag Phantom Mangle auch wieder total gerne vom Design her, aber es ist auch einer von den Animatronics, die zwar cool sind, mich aber im Nachhinein dann auch nicht wirklich interessieren und deswegen muss ich sagen, ja, kommt auf Pass. Ist okay. Phantom Balloon Boy ist noch mehr wack als die anderen. Er kommt auf schon wack. Das Design gefällt mir nicht wirklich. Ich mag diese kaputte Version von Balloon Boy nicht, weil es ist, ich glaube, man hat versucht, Balloon Boy gruselig zu machen. Hat man hier nicht unbedingt hinbekommen. Und Gameplay-mäßig ist er auch hammerlangweilig. Du siehst ihn, drückst weg und dann ist er wieder weg. Also er ist wirklich lame. Phantom Marionette? Marionette? Nicht Marionette? Mag ich mehr. Phantom Marionette? Ich hör auf, das jetzt was zu sagen, ich krieg's nicht hin. Mag ich mehr als die anderen von den Phantom Animatronics? Außer vielleicht Freddy. Deswegen werde ich auch Phantom Marionette, ich habe es doch nochmal gesagt, jetzt doch einfach auf sehr gut tun. Ich glaube, das ist okay für diesen Animatronic. Nightmare Freddy finde ich ehrlich gesagt nicht die beste Version von Freddy. Er ist definitiv besser als Funtime Freddy. Ja, Funtime Freddy, bin ich dumm. Hier Toy Freddy, man kommt auch langsam mal durcheinander mit den ganzen Freddys. Aber er ist jetzt nicht besser als Golden Freddy und Freddy aus Teil 2, weil die finde ich wirklich ziemlich cool. Nicht so cool wie die aus Teil 1, habe ich ja schon gesagt, aber trotzdem ziemlich cool. Und Nightmare Freddy gefällt mir nicht so. Ich war auch damals, deswegen kommt er auf Pass. Er ist nur okay und kommt auf Pass. Macht auf jeden Fall Sinn, aber ihr wisst, was ich meine. Er ist jetzt nicht so schlecht wie die anderen drei, deswegen kommt er dann auf Pass, aber viel mehr auch nicht. Nightmare Bonnie hingegen finde ich schon ziemlich creepy. Und auch wenn ich es ungern mache, dass ich die ganze Zeit Sachen auf sehr gut und ganze Zeit Sachen auf sehr gut mache, muss ich sagen, ist Nightmare Bonnie wahrscheinlich schon sehr gut. Ich finde sein Design halt wirklich, wirklich cool. Nightmare Chica finde ich sogar noch einen Ticken besser. Nightmare Chica kommt auf tipptopp. Ich finde Nightmare Chica ist von den Nightmare Animatronics definitiv der gruseligste und deswegen hat sie verdient, da auf tipptopp zu kommen. Das ist doch mal okay. Wir brauchen auch einen Kandidaten aus Teil 4 da. Nightmare Foxy ist, glaube ich, so mit der coolste Foxy. Es ist schwer, ihn auf tipptopp zu setzen. Ich bin mir da nicht sicher, weil ich finde, da gibt es einen, der ist besser. Deswegen werde ich Nightmare Foxy auf sehr gut packen, mit Tendenz zu tipptopp. Na gut, machen wir, ich finde die hier halt besser. Ja, das ist halt das Ding. Fredbear ist das, glaube ich. Ja, Fredbear ist cool, aber ich mag den nicht so gerne wie die anderen Nightmare Animatronics. Ich finde Fredbear ein bisschen fett. Deswegen kommt der nur auf Pass. Er ist okay. So wie alle Nightmare Animatronics sehen die halt trotzdem scheißgruselig aus und da willst du den nicht begegnen. Definitiv nicht. Aber er kommt dahin. Ich glaube auch Nightmare kommt dahin. Ich weiß, Leute, ihr mögt alle Five Nights at Freddy's 4 und Nightmare ist so der krasse Gegner in Five Nights at Freddy's 4. Ich weiß, aber als Animatronic an sich mag ich ihn nicht so gern. Ich bin, wie gesagt, auch gar nicht so der Fan von den Nightmare Animatronics, deswegen kommt er nur auf Past. Plushstep ist auch schon wack. Das Minispiel mag ich, aber ja, es ist halt nur so ein großer Springtrap und es ist kein Vergleich zum Original Springtrap, deswegen ist Plushstep nur okay, beziehungsweise hier bei meiner Liste dann schon wack. Das hier ist jetzt Nightmare Bonnie, aber in der Halloween Edition. Und ich muss sagen, die Halloween Editions von den Animatronics, von den Nightmare Animatronics, gefallen mir nochmal um einiges mehr. Und ich muss sagen, der kommt definitiv auf tipptopp. Ich finde dieses Design so cool. Ich muss sagen, auch der ist wie die anderen Nightmare Animatronics ein bisschen zu viel und gar nicht mal so gruselig. Aber dieses Design finde ich einfach ultra nice, genauso wie Nightmare Chica in der Halloween Edition. Finde ich auch definitiv besser als Nightmare Chica. Ich mache es einfach mal repräsentativ auch dahin. Als Nightmare Chica in dem Original. Ich liebe dieses leuchtende, fast schon, ja, es soll ja so brennen darstellen. Fast so dieses brennende Design gefällt mir total gut. Und Nightmare Mangle, muss ich sagen, in dem Spiel auch ähnlich, würde ich es ähnlich platzieren wie Nightmare Foxy. Und ja, doch,
ich muss sagen, ich finde Nightmare Mangle dann sogar noch ein bisschen wacker. Deswegen würde ich Nightmare Mangle mal auf Pass tun. Ich finde, es ist kein. Ich finde, es ist eine coole Idee. Man hat nochmal Mangle eingebaut statt Foxy. Aber ich finde, es ist keine Verbesserung im Gegensatz zu Foxy. Night Marionette, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, finde ich so scheiß cool. Ich finde den, ehrlich gesagt, fast noch besser als die Original-Marionette. Ich finde, dieses Design ist so der Hammer. Tipptopp. Er ist jetzt nicht perfekt, aber er ist schon ziemlich weit oben. Ich finde, Night Marionette ist richtig, richtig, richtig geiles Design. Nightmare Balloon Boy wird wohl der beste Balloon Boy sein. Aber wie man hier sieht, ist das jetzt auch nicht gerade schwer. Er ist nur okay. Und somit sind wir bei Sister Location angekommen und direkt bei Baby. Und Baby ist einer der besten Animatronics jemals. Ich finde Baby so geil. Dieses Voice Acting ist so nice. Dieser Charakter ist so nice. Und ich muss sagen, sie hat den besten Jumpscare von allen. Ich weiß. Ich habe Sister Location gespielt. Es gibt keinen Jumpscare mit ihr. Könnte man meinen. Aber es gibt diesen einen Jumpscare in diesem Minispiel von ihr. Und das ist der absolut schlimmste Jumpscare in allen Spielen. Dieser Sound ist so scheißgruselig. Ich mag sie sehr, deswegen kommt sie auf perfekt. Ich mag sie gerne. Ballora ist schwierig. Ballora gefällt mir vom Design kaum. Ich mag das Design wirklich fast gar nicht. Es gefällt mir nicht so. Ich muss aber sagen, das Voice Acting und das Gameplay und diesen Song, den sie begleitet, den mag ich sehr gerne. Deswegen kommt sie einfach mal auf passt. Funtime Freddy ist womöglich der beste Freddy von allen. Das Voice Acting auch hier, ich bin sowieso ein Riesenfan davon, dass in Sister Location plötzlich Voice Acting mit in den Spielen ist. Das Voice Acting hier ist sowas von geil und ich finde auch, er hat den einen Teil in dem Spiel, der wirklich gruselig ist. Ich bin ein großer Fan von Sister Location, aber das Spiel ist nicht so wirklich gruselig, weil man oft einfach genau weiß, was passieren wird und was man machen soll. Und ich finde bei Funtime Freddy ist der Druck irgendwie am meisten da, wenn man gegen ihn spielt. Genauso wie bei Anna, da kommen wir mal noch zu. Funtime Foxy ist wieder nur okay. Ich werde den auch jetzt schon mal direkt auf nur okay packen. Ich bin kein großer Fan. Das Design ist nur okay. Er ist einer der schlechtesten von den neuen Animatronics. Wie man hier sieht, ist er bis jetzt am weitesten unten. Und sein Jumpscare ist wirklich, ich muss sowieso leider zugeben, die Jumpscares in Sister Location sind nicht so cool. Der Sound ist nice, aber das Aussehen ist kaum gruselig und mit am schlechtesten ist er hier. Ennard hingegen finde ich mega geil. Ennard ist für mich so ähnlich wie Baby. Geiles Design plus geile Story dazu einfach. Ich finde, Ennard ist so ein scheiß interessanter Charakter in Sister Location und generell in dem Universum, aber halt, er kommt halt hauptsächlich in Sister Location vor. Und ich mag auch dieses Detail so gerne, dass seine Maske die ganze Zeit in der Mitte von diesem Hauptraum, sage ich mal, ist. Und dann später hat er sich ja diese Maske genommen, das heißt, Ennard war sogar da drin. Das ist ein ziemlich mulmiges Gefühl, wenn man weiß, okay, Ennard war hier schon drin. Ennard ist scheiß gruselig, Ennard ist scheiß interessant und deswegen finde ich Ennard richtig, richtig, richtig nice. Ich liebe auch die Musik, die spielt, wenn man gegen Ennard spielt, sag ich mal, in dieser Secret Night. Mag ich die Musik auch total gerne, deswegen Ennard richtig, richtig geiler Animatronic. Sister Location Animatronics. Hier ist eine Zusammenfassung von FNAF Sister Location Wikia Fandom. Animatronics, Circus Baby, Ballora, Funtime Ballora. Freddy, Funtime Foxy, Bombo, Minirine, Bidibab, Ennard. Bidibab, ja, ist ja gut. Bidibab, ich wusste es von Anfang an. Das ist da doch, ne? Ja. Bidibab, mag ich vom Design her kaum. Ich muss sagen, dieses Forscherbild damals war ganz cool. Ich dachte mir, okay, mehrere von einer Sorte, das ist eine coole Idee. Im Gameplay dann war das in einer Nacht da und danach war es wieder völlig irrelevant. Und deswegen muss ich sagen, er ist schon wack. Ich mache ihn nicht auf Trashlog, weil wenigstens ist das Gameplay cool bei ihm. Ah, Bonbon, natürlich. Oh, Mann, Phantom Freddy sagt das doch die ganze Zeit. Natürlich, Bonbon. Ich mag ihn als Charakter. Nein, warte, das ist ja gar nicht, der das redet. Ja, ich muss leider so unfair sein und sagen, er ist halt wirklich null gruselig. Deswegen kommt er auch auf schon. Er kommt eigentlich eher auf Trash Vlog. Weil anders als bei den keine Ahnung, ne? Bei den Dingern hier, muss ich sagen, ist das Gameplay bei ihm
lame. Es ist schwierig, aber jetzt nicht gruselig oder so. Es ist halt einfach nervig. Und er selber ist auch nicht gruselig. Der Jumpscare ist auch nicht gruselig. Deswegen nicht so cool. Die Mini-Rinas kommen auch nur auf schon wack. Auch da wieder, das Gameplay ist. Junge, habe ich übel gespuckt auf meinen. Verdammt. Das Gameplay bei den Mini-Rinas gefällt mir ziemlich gut. Ich mag diese Idee, dass man in so einem Spring-Lock-Anzug ist und diese Dinge aufdrehen muss. Und wenn sie dann da hochkrabbeln und so, sehen sie auch gruselig aus. Wenn sie dann jumpscaren, ist es wirklich lächerlich langweilig. Und kommen wir zu Scrapped Baby. Und Scrapped Baby ist einfach scheiß cool. Sie ist super gruselig. Ihr Design ist super cool, auch mit diesen Roller Skates und diesen Klauen. Fucking gruselig. Und ich glaube, Scrapped Baby ist auch der erste Animatronic, den man untersuchen muss in. Wie heißt das noch? Freddy's Pizza Simulator. Genau. Oder es war Lefty. Ich bin mir nicht sicher. Oder es war. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich muss sagen, dieses Bild, wenn man an diesem Tisch sitzt mit den Animatronics, ist sowieso mal cool. Und der allerschlimmste von allen Animatronics da ist definitiv Scrap Baby. Und dafür muss ich Scrap Baby dann auf jeden Fall auch perfekt tun. Also. Character-wise ist es ja eigentlich genauso wie Baby, es ist der gleiche Charakter, deswegen kann ich da die gleichen Bonuspunkte dazugeben, sage ich mal. Und beim Design muss ich sagen, ist Scrap Baby sogar fast noch ein Ticken schlimmer. Molten Freddy ist ein Downgrade, definitiv. Molten Freddy ist ganz cool, aber ich weiß, dass er eigentlich ändert sein soll. Und ändert sieht so viel besser aus, dass ich Molten Freddy auf eine okay packe. Na, ich sag mal auf passt. Ich sag mal auf passt, das wäre so ziemlich unfair, weil ich muss sagen, vom Design her ist er ganz cool. Ich mag ihn halt auch. Ich mag ihn halt kaum, weil er halt so ein Downgrade im Gegensatz zu Ennard ist. Das ist halt mein größtes Problem mit dem Ding. William Afton hat auch das gleiche Problem wie Molten Freddy. William Afton ist ja an sich Springtrap. Nur dass er halt super scheiß hässlich ist. Ich muss es leider sagen, er ist super scheiß hässlich. Nicht mal so wie Molten Freddy, der zwar schlecht ist, das ändert, aber trotzdem wenigstens gruselig. Ist Molten. Ist Dingens hier, William Afton. Nicht. Sieht kacke aus. Deswegen kommt er auch schon wack. Er ist schon wirklich ist Downgrade zu Springtrap. So, die hier weiß ich nicht, warum die da sind. Ich finde die auch. Ja, okay. Ich finde sie witzig. So viel muss ich sagen. Ich weiß nicht, warum ich die nicht einfach rausgenommen habe. Ich pack sie auf schon. Auf Noki. Ich muss sagen, sie sind witzig. Aber ja, eher aus Spaß da drauf, weil eigentlich im Gegensatz zu den meisten sind sie halt schon kacke, weil sie sind halt. Meine Kamera ist ausgegangen. Das ist natürlich jetzt richtig kacke. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal den Rest noch im Schnelldurchlauf machen. Lefty mag ich vom Aussehen her nicht so mit seinem kaputten Auge und der ist auch nicht so wirklich gruselig, aber ich mag die Idee, dass die Pappe da drin ist. Ach ja, die ist ja gar nicht mehr rund, ich kann einfach Pappe sagen. Junge, bin ich dämlich, Alter. Naja, egal, da kommt Lefty halt einfach auf, nur okay. Diese alle hier mag ich nicht wirklich. Die haben auch alle irgendwie neue Namen, Orwell und so. Oder irgendwie sowas ähnliches. Ich muss aber sagen, die sind alle schon eher Trash-Lock. Ihn hier mache ich auf schon wack, weil er ist vom Aussehen auch genauso lame wie den anderen, aber er zieht wieder wenigstens eine Geschichte. Wenn man stirbt, das ist ganz cool. Alle anderen finde ich davon eher wack. Ich weiß, sie haben bestimmt ihre Fans, aber ich muss sagen, gruselig sind sie null. Sie sind neu und ich bin kein Fan. Coin Dings, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Mag ich gerne, weil ich mag einfach das Voice Acting. Ich liebe einfach, wenn man Custom Night spielt, dass der zwischendurch mal sagt, I will tell you a story. Now I will tell you a story. Sowas mag ich. Ich mag ihn dafür halt einfach gerne. Und wer ist der denn noch? Candy irgendwas? Irgendwas mit Candy heißt er. Ich mag ihn auf jeden Fall ganz gerne. Rockstar Freddy finde ich sau cool. Ich muss sagen, gruselig ist er nicht. Aber Junge, schaut euch den an. Der Typ ist einfach nur cool. Deswegen kommt er auf passt. Weil ich finde ihn wirklich, wirklich cool. Rockstar Bonnie hingegen, da mag ich auch das Design, aber Rockstar Bonnie sieht irgendwie aus wie so ein absoluter Vollidiot. Ich mache ihn mal auf nur
auf schon wack. Rockstar Chica finde ich absolut hässlich. Ich weiß, Chica hatte schon immer Zähne. Das ist völlig okay. Aber das hier ist der erste Animatronic, wo die Zähne halt so lächerlich scheiße aussehen. Das hier ist, glaube ich, Rockstar Foxy. Rockstar Foxy mache ich auf nur okay. Ich mag sein Voice Acting gerne und ich mag ihn Gameplay-mäßig. Wenn man den Vogel berührt, dann kann man sich halt hier irgendwelche Sachen aussuchen. Dafür mag ich ihn ganz gerne. Aber ja, so viel besser als der Rest ist der jetzt auch nicht. Deswegen, er ist ja, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Music Man, finde ich, ist einer der wenigen ganz neuen Animatronics, die ich dann doch ziemlich cool finde. Vom Design her ist Music Man fucking gruselig, Alter. What the fuck ist das mit dem Mund und diese Augen? Scheiß gruselig. Und auch im Spiel ist der mega gruselig, wie er seine Geräusche macht und immer lauter wird und immer näher kommt. Deswegen muss ich sagen, Music Man ist einer der wenigen guten, die dazu gekommen ist. Deswegen packe ich den einfach mal auf sehr gut. Gefällt mir der Typ. Anders als El Chippo, wie heißt der hier? El Chip? El Chip heißt der, nicht El Chippo. Langweilig wie die meisten neuen. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt einen Namen hat. Aber sie finde ich gameplaymäßig ziemlich cool, deswegen passe ich sie einfach mal auf Pass. Klar, Aussehen gar kein Vergleich zu denen und auch zu den meisten von denen hier ist sie vom Aussehen natürlich super lame. Ich muss aber sagen, gameplaymäßig gefällt sie mir von der Idee her so gut, dass ich sie auf Pass packen muss. Weil ich muss sagen, diese Idee von wegen, sie kommt und kriegt ihr dann einen random Animatronic mit random Stats, das ist wirklich so cool, dass ich sagen muss, doch, da kann sie hin. Und das ist sie, meine Five Nights at Freddy's Animatronics Tierlist. Ich weiß nicht, wie dieses Video hier werden wird und ob es vielleicht so lang wird und so langweilig wird, weil ich bin auch nicht so, ich habe nicht so viel Ahnung vom Schneiden von, Tierlists, aber wir werden einfach mal sehen. Ich hoffe, dieses Video gefällt euch vielleicht trotzdem. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich würde sagen, ciao!